Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu Space Race V1, also eigentlich Space Engineers, aber wir spielen die Map Space Race V1. Ich habe nicht allzu viel Zeit, ich bin eigentlich gerade gerade mehr oder weniger auf dem Sprung, wenn man so möchte, hatte aber irgendwie so, jetzt hat mich so das schlechte Gewissen gepackt, habe gedacht, jetzt hast schon frei, jetzt musst schon gucken, dass du ein bisschen was aufnimmst. Ich hoffe, dass ich euch das Video rechtzeitig präsentieren kann. Ich habe das gerade eben gefunden im Steam Shop und ich hatte eigentlich vor, eine andere Map aufzunehmen. Aber diese Map habe ich gerade gesehen und ich fand das so cool. Vor allen Dingen, weil, guckt euch das an, das sind die scheiß Podracer. Wie cool ist das? Bestimmt geil für Multiplayer. Leider habe ich keinen Server und keine Leute, mit denen ich es gerade spielen kann. Ich bin mir auch sicher, dass man die Lichter hier machen kann. Da könnte man vielleicht mal was raus. Wenn da jemand. Wir können mal gucken, ob im Game was will, Leute darauf Bock haben. Ansonsten gucken wir mal, ob ich irgendjemand anders finde. Ah ja, guck. Da kann man Start an. Okay. Nicht. Hä? Was kann ich hier machen? Können wir bestimmt ein cooles Race mit ein paar YouTubern machen zusammen. Das fände ich ziemlich cool, Sarah. Ah, umkehren heißt es bestimmt. Und dann passiert was? Weil wegen Reverse. Keine Ahnung. Ich nehme den grünen, weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Wir fahren einfach los. Man soll nicht nach oben oder unten eigentlich ziehen. Das ist mit der Maus ziemlich schwierig natürlich, das mal nicht zu machen und auszusehen. Wow, ihr seht auch warum. Also das Ding steuert sich wie ein Podracer. Offensichtlich. Aber wir fahren das jetzt einfach mal ab. Fehlen jetzt so coole Sounds, die die Podracer immer gemacht haben. Oh, da könnten wir aber bestimmt ein geiles Ding machen. Oh. Ungut. Na? Okay. Ach so. So, hä? Ich hänge hier fest. Okay. Wie auch immer. Wir holen uns den nächsten. Alter, wie cool ist das? Die Map ist relativ groß. Anscheinend hat er irgendeinen komischen Editor genutzt. Bei dem er die Asteroiden. Das hier sieht ja ganz danach aus, als wäre das hier ein Asteroid praktisch. Die ganze Rennstrecke. Auf jeden Fall eine coole Sache. Da könnte ich mir echt vorstellen, so ein Race mit YouTubern wäre bestimmt geil. So. Der hat es, glaube ich, mit diesen komischen Massekörpern, die man jetzt irgendwie bauen kann, keine Ahnung, was die genau machen, gemacht, dass man hier nicht richtig gescheit abheben kann. Wow. Okay, zu schnell sollte man auch nicht sein. Soll lieber mit den Strafes arbeiten. Wow. Oh. Okay. Ich komme nicht um die erste Kurve, ich Idiot. Wow. Aber die Map sieht geil aus. Die sieht richtig geil aus. Hui. So. Nein. Hallo, Dreck jetzt einfach. Mal wieder vergessen. Ob ich es einmal grundsätzlich komplett drumherum schaffe? Ah, jetzt sind die Lichter alle grün. Hätte ich mal gewartet, hätte ich das bestimmt auch gesehen. Hat sich sonst was geändert? Irgendwie nicht, oder? Interessant. Hallo, Gelber. Komm her. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen langsam um die Runden kommen. Sind da draußen YouTuber, die darauf Bock hätten? Also auch Leute, die wirklich aktiv Videos machen, die darauf Bock hätten, das mal in einem Race zu spielen? Ich hätte da voll Bock drauf. Hose, Hose! Oh, ich muss Hose anschreiben. Der hat doch bestimmt darauf Bock. Oh, das wär so Hammer. Das ist eine richtig geile Idee gerade. Erinnert mich, Hose anzuschreiben. Dies ist doch genau die Map für ihn. Da kann er schön viel failen. Ich auch. Und wenn wir das dann zusammen machen, dann brauchen wir noch zwei andere YouTuber. Dann machen wir ein Rennen. Das Rennen der Giganten. Wah! Ganz ruhig, Pot. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Ah, die Strecke gefällt mir richtig gut.
Ich möchte dann gar nicht, glaube ich, so lange. Ich fahre die jetzt einmal ab und werde dann aber auch aufhören. Einfach nur, dass ihr sie auch einmal gesehen habt. Und dann werde ich es lassen. Dann gucke ich, dass ich das echt hinkriege mit dem Rennen. Dass wir da ein, zwei Runden Rennen fahren. Können wir auch gerne mit einem anderen YouTuber nochmal machen. Da kann man gerne auch mehrere Folgen draus machen. Das, ich finde die Map so cool. Natürlich Download-Link unten in der Videobeschreibung. Also Steam Workshop Download-Link. Einfach auf Abonnieren drücken, dann wieder ins Spiel reingehen. Dann habt ihr, könnt ihr die Welt laden, so wie immer. So. Sehen wir mal hier von da Ding ab. Uah. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Aber wir sind einmal drumherum gekommen. Mehr als eine Runde zu fahren, ist echt krass hier. Ich bin mal gespannt drauf. Ich bin auch gespannt auf euer Feedback. Das ist das Video schon wieder so, nur so kurz. Ey, ich bin echt ein scheiß YouTuber gerade, oder? Tut mir leid, dass es nur so kurz ist, aber... Ja, viel mehr zeigen. Was passiert? Was passiert hier? Was passiert hier? Wow. What the fuck is happening? Ach so. Lol, der Asteroid hat irgendwie so... Was ist denn jetzt passiert? Achso, jetzt ist das den Chat weg. Kann man hier raus, Mann. Okay. Und wenn ich jetzt hier... Wuhu! Oh, wunderbar. Oh, what the fuck. Ist das geil. Das wird meine Hauptbeschäftigung, falls ich verliere in dieser Map bei dem Rennen. Gut, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich für das Zusehen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dorthin, mein Name ist Light, over and out.